Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf unserem Cup-Team und ja, da muss ich euch leider eine schlechte Mitteilung überbringen. Wir waren ja im Finale und ja, ich nehme eben gerade schön das Finale auf. Was heißt schön? Ich habe einen Gegner gefunden und das Spiel hat geleckt wie Scheiße. Also das war wirklich übertrieben. Ich konnte nicht spielen. Er konnte, weiß ich auch nicht unbedingt spielen. Ich glaube, der Gegner war nicht schlecht. Also ich meine, da kann man nicht so viel drüber sagen, weil es hat halt wirklich unglaublich geleckt. Also so ein Leck hatte ich, glaube ich, noch nie, ohne dass das Spiel abgebrochen ist. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem abgebrochen. Ich habe nämlich trotzdem aufgenommen. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir das Spiel dann danach an und entscheide dann, ob ich es hochlade. Ich denke mal, allein durch die Lecks wäre es auch nicht hochgeladen worden von mir, weil es hat halt durchgehend richtig heftig geleckt. Das heißt, da waren auch, keine Ahnung, mal Bildfehler drin, so dass das Bild einfach nur stehen geblieben ist. Und das ging 2-3 Sekunden und das war ein paar Mal im Spiel. Aber es war dann auch so, dass in der 43. Minute oder sowas wurde ich von den EA-Servern geschmissen, also ich. Ich glaube, ich habe am Ende eine Niederlage bekommen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich glaube schon. Und es stand 0 zu 0 zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe kein Tor gemacht, er nicht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Spiel bis ins Elfmeterschießen gegangen wäre, weil es war unmöglich, da irgendwas zu machen. Es war scheiße zu verteidigen, aber es war halt umso schwerer anzugreifen. Es war wirklich unmöglich, wenn man den Balken vollgeladen hat, zum Beispiel für einen Schuss, war der auf einmal pralle rot, weil das Spiel gar nicht mitbekommen hat, dass man schon mal aufgehört hat, den Button zu drücken. Und ja, es war einfach nur eine Katastrophe. Das Gute wiederum ist, dass wir im Goldpokal noch im Finale stehen. Und ich würde sagen, wir spielen das Goldpokalfinale. Ich mache nur fürs Goldpokalfinale hier zwei Änderungen. Ich mache Jovinko rein. Den habe ich noch für so ein anderes Team gekauft und ich weiß nicht, ob ich Vidal auf der Bank habe. Ich glaube nicht, aber wir können ja mal gucken, wenn es jetzt hier geht. Weil irgendwie heute machen die EA-Server schon wieder nur Faxen. Also es ist echt zum Kotzen. Ja, es sieht leider nicht so aus, als ob ich Vidal am Start habe. Und hier hätte ich auch lieber Palacio. Oder wir spielen einfach das komplett andere Team. Ich glaube, wir spielen einfach das andere Team. Ich mache dann dieses Team sozusagen ein bisschen fit. Wir werden den Pokal aber nochmal spielen. Also das sollte klar sein. Aber wir spielen jetzt erstmal das Nein-Team, was mal ein Vierer-Team war. Ist jetzt nicht mehr. Ja, die sind nämlich auch alle fit und das ist ein bisschen hübscher. Ich spiele jetzt dieses Team hier im Finale und dann mache ich das andere Team ready. Das heißt, da kaufe ich nochmal Vidal und wahrscheinlich Boateng fürs ZDM. Weil ja, das finde ich ziemlich geil, weil die sind beide, die können offensiv und defensiv und das finde ich relativ hübsch. Und dann, ja, ZOM, Sturm und so, das bleibt, denke ich. Ah, genau, und rechtes Mittelfeld wahrscheinlich Palacio. Und links dann halt Jovinko, den habe ich ja schon gekauft. Weil ich hatte nochmal so eine Second Edition des Cup-Teams erstellt. Die zeige ich eventuell dann auch noch in einem Video, wenn wir den Pokal nochmal spielen. Ansonsten hoffe ich jetzt, dass wir jetzt hier in dem Finale einen Gegner finden und es nicht leckt. Sollte es jetzt lecken, ja, dann wird es vielleicht an mir liegen. Das Komische war halt einfach, die Verbindung war vorher grün. Und so krasse Lecks habe ich noch nie erlebt. Echt nicht. Also wenn es so krasse Lecks gab, dann war es meistens so, dass es dann nach 4 Minuten oder sowas abgebrochen ist und irgendjemand ist geflogen. Aber das waren wirklich über 40 Minuten, musste so gespielt werden. Natürlich hat der Gegner auch nicht gequittet oder sowas und ich auch nicht, weil es halt Finale war. Aber ich glaube, in jeder ersten oder zweiten Runde von einem Pokal würde ich immer quitten. Das war wirklich sowas von ekelhaft. Gegnerische Team: Ashley Young, Ben Arfa, Suarez, Ramirez, Valbuena. Nein, ich verwechsel die immer wieder. Das ist auch nicht Debuchy, sondern hier. Ah, wie heißt der denn? Der Franzose hier. Caballé. Kabay. Oder Kabay. So heißt das. Sissoko noch. Hinten Luis, Kabul, Walker, Gibbs und De Gea. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Vor allem ein sehr defensives Mittelfeld. Also die sind eigentlich alle relativ defensiv. Sissoko, Arbeitsrate hoch nach hinten. Ramirez auch. Der zwar auch hoch nach vorne, aber Ramirez kennt man mittlerweile. Was ist das jetzt hier schon wieder für eine Scheiße? Ah, da könnte ich mich schon wieder richtig aufregen. Erstmal, es leckt glaube ich schon wieder ein klein wenig, aber ich glaube nicht ganz so schlimm. Das sehen wir aber erst, wenn wir jetzt hier normal mal Ballbesitz haben. Allerdings, worüber ich mich eher aufgeregt habe, was meine Verteidigung da veranstaltet hat.
Ja, es leckt immer noch. Also es kann gut sein, dass es beim Gegner zuvor auch von mir kam. Allerdings sind das jetzt hier Lecks, die nur mich stören. Euch dürfte das nicht so ganz stören, weil das Bild bleibt jetzt nicht unbedingt hängen. Es lässt sich halt jetzt nur ein bisschen langsamer spielen. Hier schicken wir mal Balotelli durch, der aber im Abseits steht anscheinend. Woran könnte das liegen? Also es geht jetzt einigermaßen. Das ist dieser berüchtigte Dauerleck, also dass es durchgehend ein bisschen leckt. Das ist dann aber spielbar. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Ich meine, es war wieder grün, die Verbindung. Naja, ist ja egal. Heute Abend jedenfalls Champions League. Schalke gegen Galatasaray und Milan gegen Barca. Und ich muss sagen, das Spiel interessiert mich noch einen Ticken mehr, weil Milan ist ja in Front gegangen und hat das Hinspiel gewonnen, was ich ziemlich geil finde, weil Milan ist mir sehr sympathisch. Und ja, die sind ja jetzt gerade so ein bisschen wieder im Aufbau, haben einen Star wie Ibra verloren, der natürlich für jedes Team eigentlich unersetzlich ist. Aber jetzt mit Sharawi einen richtig geilen jungen Spieler und dazu jetzt auch noch Balotelli wieder nach Italien geholt. Über dessen Qualitäten müssen wir, denke ich, nicht reden. Die hat er auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Barca ist momentan ein wenig im, ja, die sind so ein bisschen in der Krise. Jetzt auch zweimal hintereinander gegen Real Madrid verloren. Und ich meine, das heißt schon was. So, Samen Nasri. Ja, läuft's mal, Agu? Nee, läuft er nicht. Zweimal gegen Real Madrid verloren. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als das letzte Mal passiert ist. Das muss noch in den Glanzzeiten von Real gewesen sein. Jedenfalls sehr krass auf jeden Fall. Ihr seht es hier auch mit den Lecks, also es ist wirklich eklig. Ich meine, ich sag's ja immer wieder, der Gegner hat das auch, aber es ist einfach Katastrophe. Bächel mal mit rechts hier. Ja, momentan hat er 10 Leute da hinten stehen. Sehr schön geklärt von DD. Allerdings kommt der Ball da nicht durch. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Ramirez gegen Ramirez. Ja, hier spielt auf die Außen. Aber jetzt müssen wir auf. Ja, okay, das ist kein Problem. Jetzt Samen Nasri und da sehe ich doch da vorne den Mario. Da rennt der Mario und der Mario finesst den jetzt über den Torwart ins Tor. Ja, sehr schön. Gehen wir 1 zu 0 in Führung. Ja, wie gesagt, also Barca momentan nicht ganz so gut drauf. Ich weiß auch nicht. Ich meine, man kann nicht über Jahre hinweg unnormale Leistung zeigen, was sie ja eigentlich gemacht haben. Also gegen die hat ja, es gab eigentlich keinen Gegner, der da als Favorit gehandelt worden ist. Barca war immer Favorit, weil Guardiola hat da einfach richtig krasse Arbeit geleistet. Und sie haben natürlich auch klasse, ja, individuelle Spieler mit Messi, Xavi, Fabregas, Iniesta, boah, Piqué, Puyol. Also da ist eigentlich auf jeder Position ein Weltstar. Und deswegen muss man dazu eigentlich nicht viel sagen. Aber jetzt, wie gesagt, gerade Schwächephase. Und deswegen bin ich wirklich, ja, ich habe richtig Bock auf das Spiel heute Abend, Barca gegen Milan. Ich werde wahrscheinlich Konferenz gucken, allerdings vielleicht in der heißen Phase dann eher zu Milan-Barca wechseln. Außer Milan schießt 3 Tore irgendwie und dann ist eh schon alles gegessen, kann ja auch gut sein. Na gut, gegen Barca würde ich mal sagen, ist nie was gegessen. Barca hat einfach die Qualität, auch gegen einen Verein wie Milan mal ganz schnell innerhalb von 15 Minuten oder so 3 Tore zu schießen. Das würde jetzt natürlich auch nicht unbedingt was bringen, wenn sie vorher 3-0 zurückliegen, wegen dem Vorergebnis. Ich weiß gar nicht genau, was, 2-0? Boah, schon wieder so lange her. Ich habe das Spiel gesehen, aber ich hab's vergessen. Ja, und dann natürlich noch das Spiel Schalke, ein Bundesliga-Vertreter gegen Galatasaray Istanbul. Ich weiß gar nicht, wo spielen sie. Ich glaube, die spielen jetzt in Gelsenkirchen, ne? Also bei den Blauen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Hinspiel war, glaube ich, in der Türkei. Ja, und Huntelaar ist, glaube ich, habe ich heute in Sport 1 gelesen, verletzt. Das heißt, wahrscheinlich spielt Pukki. Ja, ich meine, Pukki ist aber auch ein solider Kerl. Also, was ich bisher von ihm gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der kann auch gegen große Vereine, also der ist nicht so einer, der sich in die Hose kackt. Und deswegen könnte das, muss nicht unbedingt jetzt so ein krasser Nachteil sein, eben weil auch Huntelaar jetzt nicht unbedingt in der heftigen Verfassung ist. Ich meine, er hat gegen Dortmund ein Tor gemacht, aber der hat halt ein Tor gemacht, was auch jeder andere Stürmer macht. Natürlich ist es wahrscheinlich schon ein Verlust. Da kann man nichts gegen sagen, wenn man seinen Nummer 1 Stürmer verliert, dann ist das schon ein Grund. Allerdings, wie gesagt,
er war gerade jetzt auch nicht unbedingt in der Hyperverfassung. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man da mal ein bisschen frische Luft reinkriegt, wie wir jetzt mit Balotelli vielleicht frische Luft in den Kabuff hier. Fackeln werden natürlich nicht, da muss ich weitergehen. Ich bleibe außerhalb des 16er stehen und schieße da schon. Das war falsch, weil Balotelli hat halt auch den Körper. Es war zwar Walker dahinter, der natürlich bombenschnell ist. Allerdings, wie gesagt, Balotelli mit Körper, der hätte sich bestimmt da noch ein bisschen weiter durchgepusht, ohne dass Walker ihm den Ball abgenommen hätte. Beim Gegner müssen wir jetzt hier natürlich auch ein bisschen aufpassen. Er spielt relativ überlegt, schickt auch seine Leute in den Lauf. Also das heißt, er macht diese Schickpässe. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich mal, mit R1 die Pässe. Und ist halt auch so einer, der keine Fehlpässe spielt. Der wartet so lange, bis er passt, dass am besten nie ein Fehlpass bei rumkommt. Ja, ich laufe jetzt hier mit Nasri. Ah, verdammt, da hat er zu schnell dann auf einmal Kabul rausgezogen. Ich wollte eigentlich noch warten, bis dann Balotelli in der Lücke drin war. Ist auch gerade geschehen, aber dann war er schon draußen. Hat er gut gemacht. So, abgelegt. Ja, Samen Nasri, kleinen Haken. Nochmal einen Haken zurück, wollten wir. Oh, Luis, sehr schlechter Pass. Und jetzt muss er natürlich auch noch hinten, wenn es geht. Aber da ist der Luis schon wieder. Luis, sehr schön. Ja, okay, dann kannst du, jetzt haust du wieder schön nach hinten ab, mein Freund. Ja, was sind meine, also ich denke, um mal kurz so meine Einschätzung abzugeben. Ich denke, Mailand wird weiterkommen. Sie werden mit einem 1:0. Ja, ich sage, sie gewinnen das zweite Spiel auch mit 1:0. Und Schalke, das sage ich jetzt übrigens echt nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, aber ich glaube, Schalke wird verlieren. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass Schalke verlieren wird. Wenn sie allerdings in Gelsenkirchen spielen, okay, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher. Allerdings, ich habe das Hinspiel gesehen und Schalke hat auf keinen Fall schlecht gespielt oder so. Aber die Türken, hätten die mal ihre Chancen wirklich richtig genutzt? Ja, dann, ich weiß es nicht. Also, ist halt echt schwer zu sagen. Ich würde mal so sagen, auch wenn ich Dortmunder bin, ich würde mir natürlich wünschen, wenn Schalke weiterkommt, weil da muss man ein bisschen für die deutschen Vereine sein. Aber es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ich denke, es ist relativ ausgeglichen, da können beide weiterkommen. Also Schalke sowie auch Galla. Ich muss halt auch sagen, ich habe in meiner Jugend ziemlich häufig viel mit türkischstämmigen Jugendlichen etc. zu tun gehabt. Und auch allgemein mit der Kultur. Meine Freundin ist Halbtürkin und ja, ich bin halt auch schon ein wenig von den türkischen Vereinen Fan, will ich mal sagen. Aber natürlich komme ich aus Deutschland, bin auch ein Deutscher. Und aus dem Grund muss man natürlich schon ein wenig für seine Nation sein, dass ja sozusagen auch das deutsche Fußballvolk weiterhin. Und jetzt hier Balotelli mal, nee. Ja doch, sehr schön, Balotelli hier nachgesetzt. Da muss man natürlich ein bisschen auch das eigene Land unterstützen in den internationalen Wettbewerben, was die Champions League nun mal ist. Ja, der Gegner fängt jetzt langsam an, ziemlich viele Faxen zu machen, hat eigentlich gar nicht den Grund dafür. Er liegt hinten und bisher kam gar nichts von ihm nach vorne, also jetzt an gefährlichen Chancen. Allerdings, wie gesagt, es passiert so schnell, dass man einen fängt und wir führen einfach nur mit einem Tor. Deswegen überlege ich hier auch schon, als ob ich jetzt mal irgendwie vielleicht mich richtig aufs Spiel konzentriere, um hier nochmal ein Tor nachzulegen. So, Balotelli, gehen wir jetzt mal hier Kieran Gibbs, aber jetzt stecken wir hier durch auf Samen Nasri. Samen Nasri, zieh, Flanke, Aguero, 2:0, komm. Ja, sehr schön. Alles angekündigt, alles geklappt, so wünsche ich mir das. Einfach mal kurz konzentrieren hier aufs Game, dann läuft die Chose auch. Sehr schön vom Sergio. Ah, so kann man halt die Abwehr ganz schön ausspielen. Die Innenverteidigung ein bisschen auf sich fokussieren. Den zweiten Mann dann durchstarten lassen, dann mit dem Lobpass. Aber ich mache immer die Backheel-Lobpässe. Also Backheel ist ein scheiß Name. Ich würde das gerne nochmal in einem Tutorial erklären. Weil so zieht man die Abwehrreihe noch raus. Ich erkläre das nochmal. Ich denke, das könnt ihr gut in euer Spiel einbauen, wenn ihr es nicht schon selber benutzt. Weil das ist sehr effektiv, will ich mal sagen. So kann man die Abwehrkette vom Gegner richtig geil rausziehen, ohne dass man im Prinzip was macht. Also man muss natürlich schon was drücken, aber es ist eigentlich eher ein EA-Fehler, würde ich mal sagen. Hier grätscht er und wir kriegen den Eckball. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich
wünsche es Schalke schon, aber ich bin halt auch ein bisschen ein türkischer Fan von den türkischen Mannschaften. Ich bin jetzt da nicht unbedingt Fenerbahçe Galatasaray, von meiner Freundin der Vater ist Galatasaray, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir schießen mal mit Balotelli das Ding jetzt hier erstmal, bevor ich hier weiter laber, weil hier ist immer noch nichts gegessen. Übrigens, schade, ein bisschen sehr fest. Ja. Das so viel zum Champions League Abend. Ich habe schon richtig Bock da drauf, weil ja, Champions League, das ist schon immer geil zu gucken. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Konzentration. Kun Aguero hier durchgesteckt auf Samen. Nee, auf Bale. Und er nimmt auch noch seine rechten. Der hat ihn eigentlich auf dem linken stehen. Stehen vor allem. Er hat ihn auf dem linken liegen und nimmt den rechten. Ich weiß nicht warum. Ich wollte natürlich kurz vollspannen und ich glaube, hätte er seinen linken genommen, wäre der ziemlich sicher drin gewesen. Kun Aguero. Kun. Fackel. Sehr schön, 3 zu 0. Das Ding ist, glaube ich, geklärt. Wie gesagt, vom Gegner habe ich nicht sehr viel gesehen. Er hat nur ein relativ gutes Aufbauspiel in der ersten Halbzeit gemacht. Ich denke, er war dann nur ein bisschen angepisst, dass er nicht durch meine Abwehr durchkam. Weil er hat wirklich immer schön den Ball gehalten und hat nicht so abrupt nach vorne gespielt. Also, er hat sehr wenig Fehlpässe gehabt. Und das mag ich ja eigentlich nicht, wie ihr wisst. Allerdings ist er abwehrmäßig nicht ganz so gut. Ja, der Abschluss von Balotelli oder beziehungsweise von mir war jetzt nicht so der Hammer. Er ist abwehrmäßig nicht ganz so gut. Man kann ihn relativ leicht aus der Reserve locken. Hat man jetzt vielleicht in der ersten Halbzeit noch nicht gesehen. Auch wenn wir da schon gute Chancen hatten. Aber ich meine, mit ein bisschen Konzentration war es dann schon relativ einfach, ihn ja aus der Reserve zu locken. Jetzt habe ich es oft genug gesagt. Ich habe auch ziemlich Hunger. Ja, ich hatte nämlich eigentlich vor, nur dieses Finale davor aufzunehmen. Aber das ist ja leider im Fail geendet. Und wollte danach ein wenig essen gehen. Ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht, ich habe Bock auf Sushi. Ich habe gestern schon eine Sushi-Platte bestellt, aber ich glaube, ich bestelle mir heute nochmal eine. Weil die ist schon verdammt lecker von meinem asiatischen Freund. Ja, jetzt hier außen. Ja, okay, Balotelli ist auch nicht schlecht. Fackel mal mit Mario. Ja, das war ein bisschen zu viel Fackel. Naja, nicht so schlimm. Ja, heute war sozusagen unser Thema mal ein bisschen Champions League. Ich denke mal vor allem, ihr guckt hier FIFA, ist klar, dass euch da, denke ich mal, auch ein wenig der Real-Life-Fußball interessiert. Ich habe da schon echt viele Themen für die nächsten Let's Plays auf der Hand. Freue ich mich auch schon, dass, ja, euch so ein bisschen zu unterbreiten. Ich merke ja selber, so Gameplays, wo ich ein paar Themen mit einbringe, vielleicht noch ein bisschen private Dinge, wie auch mal mein Auto, die gefallen euch ganz gut. Und ja, heute war halt mal Fußball dran. Und ich bin heute Abend wirklich richtig gespannt. Ich kann halt nur dazu sagen, ja, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Ich will mal jetzt endgültige Ergebnisse liefern, weil mein Kopf hat nochmal so ein bisschen nachgedacht. Ich denke, Mailand wird. Barca wird 2-1 gewinnen. Dann wäre, glaube ich. Nein, nein, Mailand wird gewinnen. Mailand wird 1 zu 0 gewinnen. Ich bleibe doch dabei. Und Schalke Galla, ich sage mal 2 zu 0 für irgendeinen von den beiden. Ich habe keine Ahnung für wen. Es ist wirklich bei den beiden richtig schwer. Das sind beides wirklich gute Vereine. Aber es ist richtig schwer zu sagen, wer gewinnen wird. Und ich bin auch, sagen wir mal so, ich bin bei beiden Vereinen froh. Ich habe halt meinen Hang zur türkischen Mentalität. Ich mag die Türken und ich mag die türkischen Vereine und ja, allgemein das. Und ich mag natürlich auch mein Land und deswegen wäre es auch nicht schlimm, wenn Schalke weiterkommt, beziehungsweise wäre natürlich auch ganz hübsch, auch für den deutschen Fußball. Ich meine, es gibt ja auch das gute alte UEFA-Ranking und alles, da zählt dann auch sowas mit rein und das ist halt gut für den gesamten deutschen Fußball. Und ich hätte natürlich auch nichts gegen so ein Halbfinale Schalke-Dortmund oder so, also das wäre natürlich krass, da haben wir noch eine kleine Revanche offen. Ja, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Dortmund hat ja verloren im Derby. Ja, ich meine, so, es gibt manche Dortmunder Fans. Natürlich ist es schön, Derby zu gewinnen. Aber es gibt halt manche Dortmunder Fans, denen geht das Derby über alles. Da könnte man sagen, ja, soll Dortmund absteigen und darf dafür beide Spiele gegen Schalke gewinnen. Da würden wahrscheinlich manche Fans tatsächlich ja sagen. Aber so einer bin ich nicht. Mir ist meine Mannschaft wichtig und das ist Borussia Dortmund. Und da ist es mir wichtiger, wie es jetzt zum Beispiel
Beispiel in der Tabelle aussieht. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir das Ding jetzt mal gewonnen hätten. Aber der liebe Herr Mats Hummels hatte ein bisschen zu viel Ehrgeiz und hat halt einfach mal 45 Minuten mit Verletzung gespielt. Ich finde, das konnte man wirklich ganz gut sehen. Ihr könnt euch das gerne nochmal in der Wiederholung angucken, das Spiel. Dass in der ersten Halbzeit, wo Schalke zu einigen Chancen gekommen ist, ja, Hummels immer relativ hinten dran war, weil er eben verletzt war. Zweite Halbzeit, würde ich sagen, war Dortmund dann definitiv überlegen. Aber konnte das Ding nicht mehr drehen. Und ja, aus dem Grund geht das auch in Ordnung, dass Schalke da gewonnen hat. Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus von einem Dortmunder. Ich meine, ich sehe das nicht so wie manche, die irgendwie ein bisschen sehr viel übertreiben in dieser Rivalität. Also die sich da auf die Fresse hauen und alles. Also ich meine, ich war in der Jugend auch kein Kind von Traurigkeit. Aber jetzt, wenn es um so Themen wie Fußball geht, weiß ich nicht, wie man so übertreiben kann teilweise. Aber das wäre nochmal ein Thema für ein anderes Let's Play. Weil dieses Let's Play, wie ich sehe, neigt sich auch dem Ende. Ich denke, das haben wir hier vollkommen easy nach Hause geschippt mit den Jungs. Balotelli zweimal, Aguero zweimal und Nasri auch noch einmal. Wir können vielleicht nochmal auf die Statistik schauen. Ja, hier Titelgewinn, habt ihr nochmal gesehen. Samen, Nasri und Aguero, beide sehr gute Noten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das Spiel des Tages war. Ich denke, auch die Stats sagen, dass wir überlegen waren seine Schüsse, zwei davon kann man, denke ich mal, komplett rausziehen, außer der von Kabay und der von, na, wird jetzt nicht angezeigt, waren relativ gefährlich von ihm, aber ansonsten kam von ihm meiner Meinung nach nicht viel. Wir konnten das Spiel relativ easy nach Hause bringen und haben hier das Finale geschippt. Es tut mir halt wirklich leid, dass wir den anderen Pokal nicht das Finale spielen konnten, allerdings, wie gesagt, wir spielen ihn nochmal. Und ich denke, da können wir nochmal ins Finale kommen und dann wird es nicht laggen. Ich weiß es. Ja, jetzt habe ich wieder genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Der Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.